Leute, herzlich willkommen auf den Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Train Sim World 4. Wir fahren auch von Blue Dance nach Lindau Hauptbahnhof. Das ist heute unsere Strecke. Wir haben auch einen neuen Zug, das heißt, es könnte wieder sein, dass ich ein bisschen zu unfähig bin, diesen Zug anzuschalten. Ich hoffe, ich kriege das hin. Mal sehen. So, da geht's auch schon los. So, fahren Sie den Passagierzug. Okay, der ist relativ gleich. Das ist geil. Warum? Hör auf zu vibrieren. So. Gut, jetzt habe ich es entriegelt. Dann müsste gleich da drauf gehen. Ja. Tür. Geh bitte auf. Alle Türen. Nee. So. Alle Türen. So. Warum geht die Scheiße jetzt schon wieder nicht? Legen Sie den Hauptschalter auf aktiv. Okay. So, ich glaube, jetzt müsste es auch mit den alten Türen fertigen und jetzt. Ja, jetzt geht's. Okay, perfekt. Lag einfach daran, dass ich den Hauptschalter noch nicht angemacht habe. Okay. So, wir können ja mal gucken. Das hier ist dieser Zug. Blue Dance, ja. Ist das jetzt eigentlich auch eine Regionalbahn oder? Weiß ich ja jetzt gar nicht. Warum sind denn auch links die Türen offen? Aha, jetzt gehen die zu. Okay, gehen wir mal wieder zurück. So, und jetzt müsste ich einfach nur, stellen Sie den Richtungsschalter auf vorwärts oder rückwärts. Der Richtungsschalter, der war hier irgendwo, ne? Genau hier, Richtungsschalter vorwärts. So. Bewegen Sie den Hauptschalter auf 0, um den Führerschein zu aktivieren. Okay. So, 0. Und los geht die Fahrt. So, wir fahren los nach Nysidas Bahnsteig 2. Wir sollen um 10.12 Uhr da sein. Ist die Frage, ob wir das schaffen. So, ich habe wieder was Falsches gedrückt. Ah, ich muss hier ein bisschen die Dingens regulieren, weil ich hier nur 60 fahren darf. Ich muss mal hier ein bisschen bremsen. So. Jetzt einfach auf 0. So. Ah, und jetzt darf ich Gas geben. Let's go! Ab geht die Post! So, 2 Minuten haben wir, dann müssen wir da sein. Aber bekanntlich ist ja immer, dass die Deutsche Bahn halt immer so lange braucht. Nicht so schnell ist. So. Boah, das sieht schon geil aus, wie ich hier fahre, ne? Okay, gehen wir mal wieder rein. Ich muss jetzt hier nämlich auch wieder ein bisschen was bremsen an. Der auf 0. So, 0. Perfekt. Jetzt gibt er nämlich dann kein Gas mehr. Und dann können wir jetzt ganz gemütlich hier mal bremsen. Oh. 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 Oh, wir sind viel zu schnell. Viel zu schnell. Und wir sind einfach nur durch. Ist mir egal, wo ich ankomme. Hauptsache, ich stehe.
Okay, machen wir erstmal hier alles wieder auf 0. So, 0. Und Türe entriegeln. Zack. Lass mich hier raus, ich will gucken. Danke. Jetzt müsste es ja nur so sein, dass nur rechts die Türen aus sind. Ja, genau. Moinsen, ihr Werners. Na, moin, moin. Ja, steigen Sie schön in meinen Bus ein, ne? In meinen Bus. Ich meine in meinem Zug, aber auch, ja. So, sind denn hier auch schön alle eingestiegen und ausgestiegen? Boah, Junge. Bist du 5 Meter groß? Ah, ne, bist du nicht. Okay. Warten bis 10.12 Uhr. Nee, es wird direkt durchgebreddert, Alter. So, ob ich jetzt hier warte? Nein, ich fahr jetzt. Ab geht die Boss und die... Los geht's, so. Ich habe sogar noch erfüllt, weil ich einfach zu lange gebraucht habe, um zu beschleunigen. Perfekt. So, jetzt gehen wir zum Bahnsteig 2. 10.15 Uhr sollen wir da sein, okay. So. Man kommt relativ schnell auf 100 km/h, ne? Das Geile ist ja auch, wenn du mit dem Zug fährst, du hast keine Fahrbehinderung, ne? Es sei denn, dein Zug kommt zu spät oder sowas. Aber der kann halt dann auch einfach 100 Sachen brettern, weil du hast ja niemanden, der vor dir ist praktisch. Hoffen wir mal zumindest nicht. Stell dir vor, du bist so, fährst gerade mit 200 Sachen durch die Gegend mit dem ICE und oh, zu schnell. So. Mach mal auf 0 jetzt. Auf 0 jetzt. Oh. Wir können auf jeden Fall schon mal bremsen. Machen wir mal ein bisschen schneller jetzt. Nice, nice. Oder das Spiel macht schon Spaß. Wenn man es dann aber auch kann, ne? Hier ist ja niemand. Wollen die alle nur aussteigen oder was? Schade. Ah, da kommen die jetzt alle angedackelt. So. Jo. Viele da aber auch aussteigen, Alter. Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, kommen jetzt auch Leute rein oder bleiben alle draußen? Ah, ich glaube, der steigt ein, oder? Ne, der läuft ja nur vorbei. Ah, auch nicht schlecht. Ah doch, nee, der ist ja jetzt eingestiegen. So, weiter geht's. Ich weiß gerade gar nicht, wohin ich muss. Aber egal. Das zeigt er mir ja gleich noch. Jetzt steht da, glaube ich, gleich nicht Ziel erfüllt. Oh, da kommt eine andere Bahn. Ah doch. Er ist genau dieselbe, die ich gerade fahre. Lol. Lul? Warum vibriert die Scheiße immer? Ich muss das auf jeden Fall einstellen, weil das geht ja in auf den Sack. Jedes Mal, wenn ich hier so drüber gehe, vibriert die mein Controller, weil ich spiele ja über die Xbox Series X hier. Und ja. Boah, wie schnell dürfen wir denn hier fahren, Alter? Nee, ich will nicht bremsen. So. 130 ist auf jeden Fall gut. 132 fahren wir ja sogar. So. Es ist gerade hier auch so. Also, wir gehen so zum Prozent nach unten. Also, ich muss schon sagen, Zugfahrer zu sein ist eigentlich ganz geil, ne? Du musst halt einfach nur Zug fahren.
verdienst Kohle. Ich weiß nicht was. Aber ich glaube, du bist auch den ganzen Tag dann einfach nur unterwegs. Unterwegs, deswegen könnte es auch so möglich sein, ja. Aber keine Ahnung. So. Oha, über eine Brücke fahren wir jetzt. Gibt es hier nur ein Fenster? Kann man auch nicht mal ganz öffnen, sehe ich gerade. Wo ist denn die Tür? Ich bin ja hier eingeschlossen einfach. Was ein Scheiß. Warum gibt er jetzt schon wieder kein Gas? Kann er ernsthaft nur 125 fahren unter der Geschwindigkeit? Jetzt habe ich wieder dieses Problem, dass er wieder kein Gas gibt. Aber egal. Sowieso bremsen jetzt. Ich mache 100% Bremskraft. So. Ah, ich habe das zu früh gemacht. Scheiße. So. Links einmal in Regeln. So. Ah, hier sitze ich drin. Perfekt. Was kann man denn hier eingeben? Ja, gar nichts, okay. No, sind jetzt hier alle mal eingestiegen. Schalten Sie den Hauptschalter, um Strom von der Oberleitung zu ziehen. Schließen? Schließen Sie den Hauptschalter, um Strom von der Oberleitung zu ziehen. Also soll ich den ausschalten? Bewegen Sie den Hauptschalter auf aktiv, um den Führerstand zu aktivieren. Schließen Sie den Hauptschalter, um Strom von der Oberleitung zu ziehen. Hä? Wegen dem Hauptschalter. Ich soll den doch deaktivieren. Na. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.